Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Kapitän of Industry. Weiter geht's mit der Fleischproduktion. So, wir brauchen Brot und Imbiss. Wir gucken jetzt erstmal, was Brot denn überhaupt braucht. Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir schon mal Brot irgendwo hergestellt haben. Wenn ich mir aber die Rezepte hier angucke, glaube ich doch nicht dran. Mehl und Wasser. Moment, jetzt muss ich doch noch... Ich glaube doch, wir liefern doch Brot da oben hin. Gemüse? Brot? Ja, hab ich doch gesagt. Ich wollte schon sagen, irgendwo produzieren wir auf jeden Fall Brot. Die Frage ist nur, wo? Und wie viel ist es? Warte mal. Da. Produzieren wir Brot. Hier produzieren wir Brot. Tatsächlich ist es nicht so viel, wie eigentlich erhofft. Okay, so, ihr zwei macht Mais. Was passiert eigentlich aktuell mit dem Mais? Gar nichts, oder? Achso, ihr macht das damit. Okay, alles gut, ich habe nichts gesagt. Okay, wir bräuchten auf jeden Fall zwei neue Felder mit Mais. Mit Getreide. Ja. Wo stellen wir die denn jetzt am besten hin? Hier haben wir Apfel, hier haben wir... Okay, am besten auch hier irgendwo in der Nähe, ne? Weil bis hierhin ist die Fressensproduktion. Dann sollten wir die auch irgendwo hier hinbauen, oder? Wir gucken mal. Gewächshaus, warte mal. Können wir das einfach hier so hinhauen? Passen da zwei hin? Das ist die große Frage. Eins? Ne, passen nicht hin. Da passen keine zwei hin. Das kann wieder weg. Irgendwie haben wir hier gerade ein Platzproblem. Oder wir nehmen tatsächlich ihn hier weg. Weil er macht so oder so nur Blödsinn. Dann machen wir das doch. Guck mal, dann machen wir das doch weg. Das alles weg. Das alles weg. Und dann setzen wir hier zwei neue hin. So. Irgendwie hier so. Wir müssen da nun einen Spalt freilassen, dass da LKWs rein und rausfahren können. Genau, und dann bauen wir hier das nächste hin. Okay. Der Bergbau ist schon wieder fertig. Tatsächlich. Wir haben bis dahin alles fertig gemacht. Sehr gut. So, dann müssen wir mal neue Wege hier einschlagen. So, einen Augenblick. Wir überlegen uns mal ganz kurz was. So. Das sieht doch bis dahin ganz gut aus. Das heißt, wir... Ist das 3? Das ist 3, okay, alles gut. Moment, das machen wir mal ganz kurz weg. Hä? Moment. Wir haben doch hier aufgeschüttet überall, oder nicht? Das ist der Aufgang, der neue. Moment. Planieren. Genau. Aber da, Moment, da muss ich aber noch mal ein bisschen anpassen da. Weil das da würde ich ja schon gerne mitnehmen. Weil hier ist immer noch nicht alles planiert. So. Okay. Weil ich hätte gerne das hier auch alles planiert. Das da so oder so. Okay, die fahren jetzt alle da hoch und planieren da eben alles neu. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Okay, und hier sagen wir ihm, er darf hier verschütten. Dann verschütten die nämlich hier auch, dass wir hier wieder gerade werden. Und zwar bis dahin und dorthin. So, dann verschütten die nämlich hier langsam. Die Fläche können wir hier alle wegmachen. Da brauchen wir nämlich nichts mehr. Das ist die neue Farm.
Die Fläche kann hier auch weg. Bis hier. Was ist das hier? Das kann auch mal weg. Die andere Fläche mit dem Wasser, die ist, wo das Wasser eingekommen ist, das ist hier. Das ist, steht noch aus. Das steht leider noch aus. Das ist ein bisschen blöd, aber okay. Aber ich nehme an, die werden jetzt hier gleich zumachen. Und dann ist gut. Ja. Nach und nach hier einfach mal ein bisschen verschütten. Also, der wirft sich jetzt beschweren wegen der Erde, oder was? Nee, ich wollte schon sagen. Okay, gut. Wir laufen, fahren, laufen eben runter. Mhm. Wir scrollen eben runter und werden dann hier Getreide anbauen. Und da Getreide anbauen. Wir müssen den nur Dünger und so weiter zur Verfügung stellen. Und Wasser natürlich. Moment. Da, Fördertechnik. So, was ist das? Das ist Wasser, richtig? Ja, das ist Wasser. So, ab nach oben. So. Einmal hier hin. Dann gehen wir noch ein Stückchen weiter, falls wir da noch mal was bauen wollen. So, stopp. Dann machen wir das eben Fahrrad. So, einmal hoch, einmal und zweimal. Dann kommt der Dünger. Der Dünger, das wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Und den überhaupt da rauszubekommen, glaube ich. Ich glaube, den kriegen wir da gar nicht raus. Können wir hier ein Stückchen vielleicht abbauen lassen? So. Dann gehen wir einen runter. Ich möchte eigentlich nur einen runter. So und so. Okay. Dann das. Warum bist du denn jetzt hier? So, wir machen mal ganz kurz das R rein. Dann kriegen wir ein bisschen besser gebaut. Nein. Ach, fuck you. Ich sag noch, wir machen hier das R rein. Dann kriegen wir es ein bisschen besser gebaut. Das erste, was ich mache, erstmal. Erstmal irgendwo anklicken. Natürlich. Kennt man so. So, dann das hier dran. Und das hier dran. Okay. Dünger haben wir auch angeschlossen. Das bedeutet, wir könnten das und das. Wir haben aber, glaube ich, immer noch viel zu wenig Dünger, oder? Naja. Also wir müssen die Düngerfabrik hier irgendwie nochmal... Oder wir schießen da wirklich normalen Dünger rein. Also wir haben ja jetzt hier... Habe ja jetzt gesagt, wir machen da Erde draus. Aber wir könnten halt auch Dünger draus machen und dann ab die Fahrt. Weiß ich halt nicht. Also würde auf jeden Fall Sinn machen, oder? Dann würden wir das da oben einfach wegmachen. Dann würden wir hier normalen Dünger draus machen. Dünger. Ich muss mal gucken. Dünger. Also wir bauen ja schon nicht den großen Dünger hier ab an. Also das ist ja... Hoppala, hier müssen wir hin. Einen Augenblick. Warum? Was beschwert ihr euch? Beschwert ihr euch, weil ihr damit verbunden seid? Ja, beschwert ihr euch? Dann machen wir das mal ganz kurz weg. Und dann könnt ihr das nämlich überall abladen, wo ihr wollt. Und dann ist gut.
Das braucht man eigentlich nur für die Erde. So, okay. Dann haben wir das auch. Da dürfte jetzt eigentlich gleich weggehen, oder? Die Meldung, hoffe ich doch. Wir könnten, Moment, ich sehe hier gerade was. Wir könnten hier diese Fläche tatsächlich auch noch ein bisschen so machen. Wir brauchen zwar hier unten gerade die Fläche viel mehr als oben oder hier, aber shit happens. So. Wie viel Dünger über sich macht das denn? Normaler Dünger, organisch, macht 100%. Ein Dünger gleich 1%. Die geben halt 2%. Ein Dünger gleich 2%. Die Frage ist halt, was macht mehr Sinn? Hier ist halt überall Dünger drin. Also so ist schlecht dann, das ist ja nicht zu laufen. Aber ich möchte gerne, also das Ziel ist es ja tatsächlich, hier auf 100% zu kommen. So. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Was wir machen könnten, haben wir hier eigentlich überall jetzt 100% eingestellt? Ja, haben wir. Okay, das ist doch schon mal was. Ich glaube, wenn wir... Okay, Moment. Wir versuchen das einfach. Shit happens. So, wir machen hier draus jetzt nicht mehr das, sondern Dünger. Und zwar Kompost wird zu Dünger. Das da machen wir einmal weg. Das da. So. Und wir machen einfach jetzt Dünger da draus. Ende aus. Mickey Maus. So. Sind das jetzt die dicken Rohre? Ich bitte doch drum. Zoe, dann mal dahin. Einmal dahin. Einmal hier rüber. Wir gehen dann hier einmal hin. Fahren mit dem Ganzen einmal hier rüber. Hier müsste nämlich gleich irgendwann das Röhrchen kommen, genau. Ich habe ich nämlich gesucht. So, du bist Wasser. So, dann kommt das nämlich jetzt da dran. Und dann werden wir von hier bis... Ah ne, warte mal. Das brauchen wir auch. Das drehen wir nämlich um. Nämlich hier hin. So, und hier, das da, werden wir jetzt... Wir könnten die zwei tatsächlich auch mitnehmen eigentlich, ne? So, das ist klar. Okay. Wir werden es einfach versuchen. Ey, shit happens. Mehr schief gehen kann es nicht. Wir bräuchten aber, glaube ich, einen Zwischentank, oder? Ein Zwischentank wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Tam, tadam, tam. Ein Zwischentank wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und hier lassen wir jetzt, also das hier reißen wir alles ab. So. Das auch. Das hier auch. So. Wie gesagt, wir reißen das hier alles ab. Alles easy. Den reißen wir hier auch nochmal ab, tatsächlich. Wir machen hier einen Zwischentank hin. Und wir lassen jetzt hier Kompost anliefern. Okay, warte mal. Leeren. Ich möchte hier was Neues drin haben. Genau. Leeren, leeren, leeren. Nicht füllen, leeren. Ich möchte hier was Neues drin haben. Weg damit. Wir behalten den einfach. So, hier kommt jetzt ein Flüssigkeitstank hin. Wir machen uns mal einen kleinen dahin. So. Das da dran. Das da dran. Hier kommt Dünger rein. Wir lassen wieder weiterlaufen. Hoppala. Hallo, weiterlaufen. So, Dünger. Dünger organisch. Der kann auf jeden Fall weg. Der wird nicht leer gemacht. Natürlich nicht. So. Dünger. Kompost. Wir können ja... Moment, wir haben doch hier diesen Überlauf hingebaut. Genau hier. Das ist Tierfutter. Können wir nicht aus dem auch Kompost machen? Genau. Tierfutter könnten wir Kompost machen. Sobald der hier voll ist, machen wir nämlich daraus einfach Kompost und dann ist doch alles gut. Und zwar hier...
Kompost. So. Guck mal. Dann haben wir das doch alles. Ey, easy, easy peasy. Ich bin glücklich. So, das machen wir nochmal weg. Der ist endlich leer. Hier machen wir nämlich jetzt. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Kompost. Ne, den löschen wir einfach. Den brauchen wir wirklich nicht mehr. So, den können wir löschen. Hier machen wir einen Frachtausgleich. Und sagen ihm bitte. Das ist aber falsch hier. Das ist aber falsch. Wir machen U-Form-Ausgleich bitte. Dann funktioniert das Ganze nämlich auch. So. Und sagen hier, er ist Priorität. Er ist Priorität, genau. Weil er ist jetzt gleich voll. Irgendwann. Weil die Hühner sind natürlich jetzt erstmal vorrangig. Genau. So. Und das Ganze eigentlich nur für Getreide. Aber wir haben bis jetzt noch kein Getreide fertig. Okay, so. Das heißt, wir haben ja hier unten noch ein bisschen Platz. Wir könnten ja jetzt hier tatsächlich diese Bäckereistübchen nochmal aufbauen. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz. Weizen. Ups. Weizen war zu Mehl. Weizen zu Mehl in der Mühle und Mehl mit Wasser zum Brot, richtig? Mehl mit Wasser zu Brot, genau. Da kommt auch wieder Tiernahrung raus. Das heißt, wir könnten diese Tiernahrung auch hier wieder reinschippern, wenn wir denn wollten. So. Okay. Okay. Supsi. Einmal hier. Jetzt muss ich ganz kurz wieder suchen. Da war's. Die Mühle. Die Mühle. Wir machen hier zwei Mühlen hin. Ich glaube nämlich, die zwei werden hier ganz gut was raushämmern. So. So. Und der muss auch noch da dran. So. Gut. Bagger hat keinen Kraftstoff. Ich bin verwundert. Ich bin verwundert, dass das funktioniert. Weil wir eigentlich genug Fahrzeuge hier unten abgestellt hatten. Wird gleich schon voll werden. Alles gut. Machen wir da keine Gedanken. Noch nicht, sagen wir mal so, noch nicht. So, die Backanlage macht dann. Ist das 1:1? Wir müssen mal ganz kurz gucken. Er macht in 60 Sekunden aus 16. Er macht in 60 Sekunden. Okay, 1:1. Perfekt. Das heißt, wir machen hier einmal das hin und einmal das. So, das kommt hier hin und das kommt dorthin. Dann das und das. Dann brauchen wir noch Wasser. Wasser ist in der hinteren. Plupp. So. Jetzt ziehen wir ganz kurz Wasser da hin, hier hin. Nach oben müssen wir auch gleich noch Wasser machen. So. Einmal. Zweimal. Wir gehen von hier aus dann auch direkt noch dahin. Einmal und zweimal. Okay, das. So, was kommt hier noch raus? Also, wir wollen das da. Okay, Wasser hätten wir hier gar nicht gebraucht, aber egal. Wir haben es jetzt. Hier kommt jetzt Mehl und Tiernahrung raus. Die Tiernahrung werden wir hier speichern und ihm sagen, ey, halt das Blitz leer. So. Okay. Tiernahrung bitte leer halten.
Hier kommt das Brot raus. Das Brot müssen wir ja jetzt mit dem da irgendwie gleich verbinden. Wir könnten ja hier zum Beispiel die Anlage dafür hinbauen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir Imbiss herstellen. Wir gucken schon mal rein und sagen, ach du heilige Scheiße. Und sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin. Tschüss.